Servus Leute, willkommen auf ein neues Video von mir. Und zwar werde ich heute meine Haare stylen und ich werde es euch zeigen, wie ich sie style. Ja, ich habe jetzt seit ungefähr 3 Jahren lange Haare. Und ja, lange Rede, kurz Sinn, wir gehen ins Bad jetzt und stylen meine Haare. Wir fangen jetzt mit diesem Produkt auch an. Haaröl komplett in die Haare rein, bis die Haare halt alle nass werden. Am besten ist, dass sie komplett nass sind, weil später, wenn ich sie dann zubinden werde, sieht es auch besser aus, finde ich. So, die Haare sind soweit alle feucht. Als nächstes brauchen wir einen Kamm und ziehen die Haare nach hinten. So, das ist dieser Kamm hier. Entweder könnt ihr hier die breitere Seite benutzen oder die engere Seite hier. Also ich benutze zum Schluss immer die engere Seite, damit die Haare dann alle richtig eng beieinander sind. So, jetzt mit dem Kamm auch hinten nochmal entlang. So, vorne nochmal. Erstmal mit der breiten Seite. Dann tun wir sie kurz anbinden. So. Jetzt benutzen wir nochmal den Haaröl. Und gehen nochmal drüber beim Zopf. So, jetzt erwische ich nass. Jetzt nehmen wir die enge Seite und ziehen die Haare nach hinten. So, seitlich hier nochmal. Zack. So, jetzt könnt ihr es gleich sehen. Enge Seite und die Haare sind auch dicht beieinander. So. Dann mache ich jetzt hinten den Zopf zu. Zack, zack, zack. So, dann schiebe ich hier gerade nach oben. Und ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich habe hier noch so Babyhaare. Hinten, hier. Und hier vorne irgendwo sind immer so winzige Babyhaare, wo nachwachsen. Die nicht zu sehen, benutze ich dann diesen Phonex Wachs, gerade ganz wenig, und dann kurz drüber gehen, so dass die Babyhaare da verschwinden. Hinten nochmal so. So, das war's mit dem Wachs. So, dann mache ich wieder den Zopf auf. Nochmal mit dem Kamm überall drüber, mit der engen Seite. Ein bisschen noch verbessern. Perfekt. Und jetzt machen wir auch schon den Zopf zu. Ich mache ein bisschen Licht, man es besser sieht. Hätte ich auch vorher machen können, aber egal. So, so sieht es aus. Hände kurz waschen. Und zum Abschluss mache ich noch diesen Haarspray hier drauf von Taft. Und ja, bei weiteren Fragen einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, Daumen nach oben, kommentieren und sagt Bescheid, was ihr als nächstes sehen wollt. So sehen die Haare jetzt aus. Ciao. Alles klar. Bis zum nächsten Mal, Leute.